Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, Abdullah Gedik. Ich bin Hobby-Nachrichtensprecher jetzt, hier und jetzt. Bereits im Dezember sagte die Produzentin Barbara Broccoli in einem Daily Mail Interview, dass die Filmreihe immer die aktuelle Zeit widerspiegeln würde. Somit könnte der nächste Geheimagent schwarz oder eine Frau sein, erzählte Broccoli und befeuerte die Spekulation und die Nachfolge von Daniel Craig. Auch der frühere James Bond, Pierce Brosnan, hatte 2015 in einem Interview erklärt, dass 007 auch bald von einem großartigen schwarzen Schauspieler verkörpert werden könne. Somit spricht inzwischen vieles dafür, dass es bei der Bond-Besetzung eine Revolution geben wird, Idris Elba wäre damit der erste schwarze James Bond überhaupt.